Romeo, ja? Vorm Kaffee trinken, Schnurknote ist kein gutes Zeichen. Nee. Das ist dein Schuld, Jan. Meine? Du hast das Biss gehört, du hast mich schlafen gelassen. Das stimmt, du hast nicht Unrecht. Ich sag durch die Schnur durcheinander. Ich habe aber nicht gedacht, dass das bei dir ist, Romeo. Du warst so müde. Ich habe gedacht, dass es bei den anderen Smoliniers da hinten. Komisch, ja. Ja, es war echt komisch. Es war so 6 Uhr. Ich habe dauernd das Gefiedel gehört. Die ganze Zeit. Ich war auch müde, dann habe ich mich gedacht, oh komm, jetzt stehe ich auf, jetzt bin ich eh wieder wach und kann die Kamera aufbauen, um einen Zeitraffer zu machen. Dann bin ich raus und habe ich geguckt und habe gedacht, no, eigentlich müsste jetzt mal einer langsam mit dem Boot losgehen da hinten, ne? Wenn das bei den anderen da drüben gewesen ist. Aber hat sich keiner bewegt. Alles tot. Hat auch nichts mehr gepiept, war auch weg. Aber das war also schon sehr lange, wie das gelaufen ist. Ich habe zwischendrin, während das so gefiedelt hat, gedacht, da muss doch mal langsam einer an die Angel gehen. Tja, und jetzt haben wir rausgefunden, wo das war. Beim Romeo. Der ist runter, hat gesagt, ein Zwinger hängt unten, ist rausgefahren, Schnur mittendrin abgerissen. Also ich fiel letztes Jahr auf deiner Stelle. Weißt du noch, am Morgen? Ja. Bin ich runtergelaufen an die Route, war der Zwinger auch runter. Tch. Genau dasselbe. Und ich bin eben runter und der Romeo sagt, die Schnur ist weg. Und ich habe gesagt, warte mal, geh mal an deinen Bissanzeiger und zieh mal. Und genau der Ton war. Genau der Ton. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Da ging der Funk nicht hier oben. Oder hast du ihn ausgemacht? Nee, da. Hast gesagt, ich schlaf. Nee. Oh Mann, ey. Es muss aber auch immer irgendwas sein, oder? Hä? Immer. Guck mal. Passiert immer was. Man kann nicht einfach mal angeln und es klappt alles, ne? Heute ist Sonntag. Alles voll Raubangler. Ja. Die kommen auch noch. Angler. Und auch noch die gute Stelle da draußen bei dir. Ja, da ist eine schöne Kante mit super Steine drauf. Tja, die sind dir jetzt zum Verhängnis geworden, ne? Ja. Wenn man nicht aufsteht, Romeo, dann ist es so, gell? Scheiße. Naja, mach neu, hinlegen. Ich sag immer, was gut sein soll, kommt auch wieder. Was nicht gut ist, soll fortbleiben. Klar. Und nicht mehr kommen. Fängt der Opa Zili. Ich habe einen ganz großen. Der hat noch Schnur gehabt. Ja. Oh je, das wäre was. Oh je. Der Bulle. Meine Oma. Kleiner Fisch, Romeo. Gut gemacht, Vater. Die Oma ist gefangen. Erst der Cousin, dann die Oma. Es fehlt aber noch der Big Daddy. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Schöner Fisch, aber alte Oma, echt hier. Ganz fransiges Dinosauriertier. Richtig nice hier, hä? Perfekter Fisch hier. Komplett leer halt, ne? Leider. Brauchen wir noch ein paar mit Bauch. Aber lang ist er, ne? Ja. So. Darf er wieder gehen, der Brave? Ha? Schöner, echt schöner Mechner hier. Richtig geiles Teil. Jo. So, komm. Geh nicht so schnell weg. Er weiß wohin.
Super, Jan. Also, liebe Freunde der Wissenschaft des Karpfenangelns. Ja, war doch eine ganz gute Session bis jetzt schon, ne? Zwei Nächte sind wir hier gewesen. Bis jetzt hatten insgesamt 6 Läufe. Der Romeo hat heute Morgen, ja, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, leider einen nicht mitgekriegt, wohl so wie es aussieht. Ich hatte heute Nacht 2 und 6 Läufe in 2 Nächten kann man sich nicht beschweren. Der Wind ist hierher gezogen, ne? Kann eigentlich nur besser werden. Ich denke, wenn wir Glück haben, kann man die Frequenz so halten. Pro Nacht 2 Fische wäre top, ne? Absolut, ja. Wäre mega Knaller. Und wenn dann am Tag in der Mittagshitze noch auf dem 30er Dickenmittel der 60er abläuft, dann ist alles safe. So, wir machen jetzt noch nur 2. Runde Kaffee. Ansonsten gab es heute Nacht nicht viel zu berichten, außer dass man halt, wie gesagt, ich war 2-mal draußen, Romeo hat gut geschlafen, hat seinen Bissanzeiger nicht gehört. Hast du guter Hake jetzt, guck mal. Mhm. Ich habe ihn gegönnt bei dir. Super. Oder geklaut bei dir. Deine, kannst du dir gönnen. Eimer. Gönn dir. Nummer 6 habe ich und Nummer 4. Und was meint der Meisterangler? Kann man mit angeln? Tipptopp. Kannst du nichts sagen. Ich habe dir die mit der krummen Spitze gegeben. Bis an Moin. Ja. Noch mal einer Fange, hoffentlich. So bleibe ich gut. Ja, schönen guten Morgen. Ihr seht's. Das Wetter kommt, das ist das, was wir hier brauchen. Wir brauchen den Wind hier rein. Nicht zu viel Wind, aber wir brauchen ein bisschen Wind. Und jetzt ist morgens, wir haben gerade einen schönen Wels gefangen hier. Ihr habt es gesehen. Keine Ahnung, 1,50 Meter, 1,60 Meter, Biest wieder, ne, wie immer. War jetzt, hat sich als Karpfen so verstellt, ne, weil Wels normalerweise, wenn er beißt, geht er richtig über die Rolle. Aber wenn du bei ihm bist, der hat gar nichts gemacht, einfach nur hochgekommen. Ja, so ist es, gehört auch dazu. Und jetzt haben wir alles nickel gemacht und hoffen, dass uns das Gewitter mal ein paar Fische in die Bucht weht, ne? Bisschen Zeit haben wir noch. Auf jeden Fall mega Licht gerade, ne? Also absolut geiles Wohlfühlwetter. So muss es sein in Frankreich. Thank you.
Jo, ist wieder so. Rumi und sein Wetterzeiger gelaufen. Aber der Funk geht nicht. Die wilde Hilde. Jetzt ist er bestimmt ganz sauer. Jetzt ist er bestimmt wieder ganz sauer. Hey, geht. Hier, komm, ich fahr mit meine. Romeo, bist du nicht die Hechtangler gegangen? Ja. Also ich muss schon sagen, ich habe geschlafen heute Morgen. Ich habe geschlafen und dass der Romeo dann noch heimlich blinkert, hätte ich nicht gedacht. Jetzt muss er auch noch kämpfen, gell? Ja. Wo ist er denn? Geh schon. Ne, Schnur ist weg. Die Schnur ist gut. Ist ab? Ja, ja. Abgerissen oder? Nein, nein. Ne, ist abgelassen. Aber mein Finger ist kaputt. Sag mal, ja. Das tut weh. Ja. Pass auf deinen Finger. Ich bleib ins Maul. Ja, gut. Also so sieht ein Hechtfinger aus. Ich wollte das schon immer mal sehen. Und so sieht kein Hechtfinger aus. Sieht auf jeden Fall übel aus, Romeo. Ja. Soll ich dir einen Trostkaffee machen? Ja. Hä? Geht. Mühle machen kannst du nicht mehr. Ich mach Mühle. Ich muss so machen jetzt. Und mit dem Handy auch geht nicht mehr. So. Ja, da ist doch gut, Romeo. Das ist schon gut, perfekt. Da ist mal ein bisschen Ruhe. Ja, genau. So, okay. Machen wir mal Kaffee, gell? Ja. Romeo, früher haben wir immer auf die Hechtangler geschimpft. Jetzt bist du selbst einer. Hä? Du legst noch drauf an. Du willst, ja, willst einen Meter Hecht, oder? Ja. Hä? Da fast einen Meter gehabt heute Morgen. Ja. Dann an der Schnur. Ich glaube auch. 90, ja, ja. So, hä? Ja, ja. Ah, du willst noch einen Meter machen, oder? Ein Meter mit Schuppekarps, ein Meter. Das sieht gut. Mit so schönem Bauch. Oh. Der die ganze Tigernuss gefressen hat. Ja. Von der Obazili. Der schmeißt ganz Eimer voll abends. Ja, so läuft's, meine lieben Freunde. Romeo ist unter die Hechtangler gegangen. Hat es aufgegeben im Karpfenangeln. Kein Spaß. 5 Minuten ist es her. Da hat der Romeo den Hecht gerade eben in der Schnur gehabt. Jetzt gerade eben dasselbe auf der anderen Route. Ich hab's doch gesagt, er ist hinter dem Meterhecht her. Heimlich, still und leise will er den Meterhecht hier abmetern. Und Meterhecht? Ha? 2 Meter. 2 Meter Hecht. Ist ab. Nein, nein. Alles gut. Links hat es angefangen, ne? Hier? Ja. Da hat es angefangen. Und dann ging es darüber. Und jetzt war es da. Bei mir braucht er nichts machen. Ich will kein Hecht. Ich bin hier beim Karpfenteam. Und da hinten dann auch nochmal Karpfenteam. Und dann kommt wieder Hecht-Team dahin.
Da kommt Hash-Teams. Da. Gleich haben wir keinen Wind mehr. Hm? Das ist gut für den Hecht. 30 Grad wieder, wie gestern gut Mittag. Gut für den Hecht? Ja, klar. Dann kannst du schön die Schnur beißen wieder. Ja, hat Geschmack gefunden bei dir. Ja. Die gute Schubmärsch vom Fox. Ist er noch heile? Ja. Und wisst ihr, was das Allerschönste ist im Leben? Wenn man einen guten Kumpel hat, der Hechtangler ist. Weil ich bin ja Karpfengeier. Man nennt mich auch den Karpfengeier, Meier. Und wenn man dann einen Kumpel hat, der mitfährt, der Hechtangler ist, dann ist das gar kein Problem, weil man kann alle Karpfen alleine fangen. Die angelt keiner was weg. Weißt du, wie ich meine? Das ist richtig cool. Du hast immer alle Routen mega fängig auf Karpfen. Und dein hechtangelnder Kollege ist zufrieden, wenn er den Meterhecht fängt. Und als Karpfenangler bist du ja froh, wenn du keinen Meterhecht fängst. Ne? Also ich bin jetzt mittlerweile schon weiter einen Schritt im Leben. Ich suche mir keine karpfenangelnden Kumpels mehr aus, sondern nur noch hechtangelnde Kumpels. Ne? Weil die nehmen dir da nichts weg. Das ist fast so, wie wenn du alleine angeln fährst. Da fängt dir auch keiner was weg. Wenn du einen hechtangelnden Kollege dabei hast, kein Problem. Ist alles super nickel. Ne? Der kocht auch. Der kocht, wenn du Glück hast. Mach Kaffee morgen. Kaffee am Morgen. Also ich bin jetzt einen Schritt, also wie gesagt, ich bin jetzt da einen Schritt weiter. So, der Meister Smolinier hat gerade seine Route gemacht und ich glaube, er hat festgestellt, dass ein Fisch dran hing. Unbemerkte Anwesenheit. Ja, Kescher-Gemisch. Die GoPro hatte ich an Bord, also gab es keinen Drill. Aber Fisch ist im Kescher. Mal gespannt, was es wieder für Katastrophe gegeben hat. Ich habe nur gesehen, wie du überall kreuz und quer Kraut hattest. Habe ich schon hier war Kraut überall. Da habe ich mir schon gedacht, oh, schade, dass er die GoPro nicht mitgenommen hat. Ja. Die war im falschen Boot. Ja, ist doch geil. So spart man sich einen nach dem anderen vom Munde ab, oder? Ja, geht doch. Gute. 20 Kilo. Ja, ja. Mit der Kescher. Mit Kraut und Kescher. Und Schlauchboot. Schöner Fisch aber, ne? Ja, klar. Kleiner Bule. Ja. Schöne Farbe. Super Nickel. Super Nickel, Jan. Ja. Musst du neu machen jetzt die Route, ne? Geh neu machen, ja. Gut, tschüssi. Schönen guten Morgen, Grüße gehen raus vom Lac du Der nach einer echten Katastrophe. Gestern Abend hat uns ein Gewitter hier überrascht, eine ganz kleine Gewitterzelle. Das sind ja meistens die schlimmsten und die war echt mega krass. Also, boah. Ja, was soll ich sagen? Ich habe im Bus gesessen, raus konntest du nicht mehr. Das hat geblitzt, wie als ob hier 20 Polizeiwagen um uns herum stehen. Ich habe mir nur noch gedacht, Junge, das wird übel. Der große Fehler war wohl,
das ist mein Boot. Und also wir hatten unsere Boote noch im Wasser. Und ich habe mir noch gedacht, komm Junge, geh runter und mach dieses Boot aus dem Wasser raus. Dann ging das hier ab, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das hat gehaust und gestürmt. Mein Auto hat gewackelt. Ich habe hinten aus der Kofferraumklappe hier, habe ich rausgeguckt, so aus dem Glas, und habe unten nur noch so beide Boote treiben sehen. Da bin ich raus in die Warthos, rausgerannt mit der Brille. Da kam ein Sturzbach vom Himmel. Das gibt's gar nicht. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin da runtergerannt, habe dem Romeo sein Boot gerade noch so irgendwie gepackt gekriegt, habe es an Land gezerrt und mein Boot, ja, habe ich nicht mehr gekriegt. Das ist weggetrieben. Raus auf 5000 Hektar mit Sturm. Da habe ich mir gedacht, das war's, mein Freund. 6000 Euro oder was weiß ich was, schwimmen gerade da so da weg. Naja, ich habe mich umgedreht, alle Routen sind gelaufen, überall hat es nur gefiedelt und Schnur genommen und was weiß ich, was da alles drin hing, Kraut und Boot und keine Ahnung. Ja, ich bin einfach nur wieder hoch, ich habe nichts mehr gesehen, diese Weide hier hinter mir. Dieses Riesending, das hat sich bis hier auf den Boden runtergebogen. Und ich bin da so, ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Ich bin hier durch runterkrachende Äste, die hier liegen, bin ich gerannt. Mit der Richtung Auto zurück. Ich wollte nur noch in mein Auto. Ich habe so eine Angst gehabt, dass ich gleich sterben muss und mich hier der Baum erschlägt. Boah, ich habe die Schiebetür aufgemacht, bin in den Bus rein mit einer Flut von Wasser und habe gesagt, das war's, Junge. Game over, ey. Ja, so. Dann haben wir gestern Abend noch gekämpft, haben noch Reste beseitigt. Das Krasseste war, dass der Wind gedreht hat und dann das Boot zurückkam. Ich habe dann so im Blitzgewitter draußen, so im Leuchtblitzen, habe ich dann mein Boot treiben sehen, da so auf 200 Meter. Ich sage, Romeo, das müssen wir holen, ey, egal was, wie wir es machen. Ja, dann sind wir halt raus mit seinem Boot und haben meins gerade wieder eingefangen, ne? Also da hat man nochmal Glück. Dann haben wir uns an die Routen gemacht, zwei sind schon abgerissen, die sind tonnenweise Kraut drin, das kannst du nicht mal hochziehen, so dick ist das. Dieses Bodenkraut hat sich da so reingelandet, quer über den See, ey, keine Ahnung, wie wir das machen. Okay, jetzt geht's los. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir erstmal alle Routen rausmachen und dann wieder alles neu legen. Heute Abend soll das nächste Gewitter kommen. Herzlichen Glückwunsch. Was geht schon wieder ab? Die Route liege perfekt. Wer liegt noch perfekt? Hä? Wer liegt noch alles perfekt? Der Vater. Ich muss wieder Kraut von der Schnur wegmachen. Hast du wieder gefangen? Piept schon oder was? Es piept nicht, aber nicht viel, ein bisschen, ich muss wegmachen. Naja, eieiei. Bald haben wir alles gefangen vom ganzen See, oder? Super Tag heute. Ja, jetzt haben wir das Kraut gefangen, jetzt fehlen noch die Fisch. Ja, hoffentlich kommen wir noch. Wird schon. Einen reicht noch. Einer reicht. Mir auch. Einer mit 45 Kilo, alles gut. Alles gut. Das ist ein wildes Vieh, ey. Der letzte Dreck, Alter.
Baseballschläger. Ja, der muss da vorne irgendwo liegen noch. Ah, jetzt mal hochgezogen kurz, naja, egal. Jo, geht noch, naja. Ja, ja, der hängt noch gut. Was ist das mit dem Wetter? Aprilwetter. Mal Regen und mal Sonnenschein, dann schneit es wieder zwischendrin. April. Der weiß nicht, was er will. Oder? September auch. Ey, das ist wie April. Das ganze Jahr war so komisch mit dem Wetter. Nicht normal, oder? Ja. Ein leckerer Schmaus. So, Freunde der Nacht, der Vater langt's, stinkt wie ein Schwein, alles dreckig, alles widerlich, schwimmen kannst du auch nicht, weil das Wasser ist aufgewühlt, aber war doch wieder ganz nett, oder? Klar. Hast du Spaß gehabt? Ja, super Woche, ja. Bis zum Schluss, da war die letzte Nacht, war nochmal Chaos hier. Er hat einen Wels gefangen heute Nacht, ja. Heute Morgen war die Kitesurfer-Schnüre, die abgerissen, wieder irgendwo im Kraut, nochmal Kudelmudel zum Schluss, so ist es. Jetzt geht's heim, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ein paar Aggro-Szenen vom Brauns haben wir rausgeschnitten. Die gibt es mal im Best-of irgendwann. Ja. Romeo, was gibt's zu sagen? Ja, war eine super Woche. Du weißt, ich liebe die Große See. Ja. Ich habe wieder Beruf für nächstes Jahr wieder. Ah ja, bist wieder angesprochen. Ich komme wieder eine Woche nächstes Jahr. Mir reicht's für dieses Jahr mit Große Seen. Ich gehe jetzt nur noch an die Pay Lake. Ich gehe noch weiter. In zwei Wochen geht es wieder los. Alles klar. Ich buche jetzt erstmal hinten beim Smolinier einen schönen Platz. Und dann setze ich mich hin und fange die ganze Fisch vom Lac du Der auf einen Abend. Spaß. Ciao. Ciao.